Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, schon wieder, warum? Ich brauche echt eine neue Stimme. Ja, der 20. Dezember ist heute. Dementsprechend öffnen wir das 20. Türchen, in dem Fall die 20. Seite unseres Sherlock Holmes Adventskalenders. Wir haben gestern den James Marie, nee, wie heißt der, James Moriarty? Moriarty besucht und haben von ihm gesagt bekommen, wir sollen da mal Miss Hudsons Geburtsjahr rausfinden. Das haben wir getan. So, stecken wir das mal hier so fest. Zack. Ich habe auch schon die Seite wieder vor aufgeschlagen, denn wir haben ja, nochmal zur Erinnerung, die Zeitung abgehakt, den Schlüssel und die Miss Hudson. Dementsprechend können wir heute natürlich die Seite mit diesen drei Symbolen öffnen. Sehr schön. Das werden wir natürlich auch tun, sonst kommen wir ja nicht weiter. Zack, zack, zack. So, ich halte euch mal erst die Seite rein. Oh Gott, bin ich heute nah. Eieiei. Wir suchen ein Wortcode. So. Und ich lese erst mal vor und dann halte ich euch die Bilder. Das ist aber wirklich ein bisschen nah, hä? Vielleicht so ein bisschen besser. Naja, wir werden sehen. Du gehst noch mal zu dem Schließfach in der Bank of London. Es ist mit einem Schloss und mit einem Code gesichert. Du bist dir sicher, dass du mit dem Schlüssel und dem Geburtsjahr von Miss Hudson das Fach von Sherlock Holmes alias Clerk Holmeshoes öffnen kannst. Und tatsächlich, ein leises Klacken verrät dir, dass du richtig lagst. Du holst einen alten Kupferstich aus dem Safe und betrachtest ihn nachdenklich. Hm, das muss ein Bilderrätsel sein, murmelst du vor dich hin. Ach, echt. Na da. Das wird wohl unser Kupferstich sein. Ein Regen und drei Gewichte. Ajo. Mhm. Oh je, au. Ich ahne Schlimmes, möchte aber nichts sagen, weil ihr sollt ja auch mit rätseln. Ein Wortcode wird gesucht. Was das hier sein soll, wissen wir. Das wissen wir auch. Was hier gesucht wird, denke ich mal, wird dann ein zusammengesetztes Substantiv der ganzen Angelegenheit ergeben. Jo. Also ich tippe mal hier, das ist ersichtlich, da brauchen wir nicht lange drum herum reden. Dass das Regen ist. Regen, Regenwolke, irgendwie irgendwas. Das ist klar. Dann haben wir... Ach! Ich hab's schon. Oh mein Gott. Mir fiel es gerade ein. Okay. Ihr macht mal kurz Pause, denkt selber nach. Oder ihr habt es genauso schon. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Aber... Oh Gott. Ja. Es ist eigentlich heute mal wieder, Gott sei Dank, very... Easy peasy lemon squeezy. Ein Gramm, ein Kilo. Was ist größer als ein Kilo? Was kennen wir da? Ich sag's jetzt. Achtung, ansonsten nochmal schnell Stopp machen. Es ist eine Tonne. Regentonne wäre jetzt mein ganzes Gebilde der Situation. Da wir ein Wort suchen, schauen wir natürlich auch gleich mal hinten nach. So. Liegt im Bild. Was ist denn nur noch mit mir los? Ich bin übelst kurzatmig. Meine Nase ist frei. Aber wenn ich hier drei Sätze zu euch rede, dann komme ich mir vor wie beim Marathon. Und das ja nicht erst seit heute. Ne? Das mache ich ja nur schon seit ein paar Tagen. Aber mir geht's gut. Ich habe alle Geschmacksnerven noch. Also mein Geschmackssinn, mein Geruchssinn. Ich habe Hunger. Ich habe kein Fieber. Ich habe meine ganz klassische normale Körpertemperatur. Aber ich weiß nicht, was los ist. Ich bin, außer dass ich elendes müde bin. Also richtig, richtig müde mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Druck auf den Augen.
Das ist das Einzige. Aber gut, jammern wir nicht weiter rum über meine Wehwehchen und Zipperlein. Wir suchen die Regentonne. Re. Oh, vorletztes. Re. Legen wir doch mal die Lupe an. Regentonne. Oh, na eben, jetzt habe ich gar nicht auf die Seite geachtet. Ja, doch, Seite 38 stimmt. Das ist ja toll. NE. Also schauen wir doch mal bei NE nach. Wo ist denn NE? Hier. Bilderrätsel liebst du seit der Grundschule. Aus der Wolke kommt Regen und Gramm, Kilogramm, Tonne. Die Lösung ist Regentonne. Hake das Baker Street Symbol auf der Pinnwand ab. Du weißt nun, wo du dort zu suchen hast. Erstmal nehmen wir uns unsere Pinnwand. Den Bleistift habe ich grandios verschmissen. Das ist schön. Das Baker Street, City of Westminster. Schön, sollen wir abhaken. Na gut, dann tun wir das. Zuck, 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 zuck. Ach ja, so. Ach, langsam nähern wir uns dem Ende. Wir haben zwar noch vier Türchen, aber ich finde das schon irgendwie ein bisschen blöd. Naja, was soll's. Das war heute ein sehr fluxes Rätselchen. Aber gut, muss ja auch mal sein. Kann ja nicht mal alles so schwer sein. Das wir heute zu lösen hatten. Und ich hoffe, ihr wart auch so fluxi-buxi, weil Bilderrätsel habe ich auch immer als Kind gern gemacht. So, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.